Mittelalter gab es Kanonen, Äxte, Schwerter. Aber das hat alles nichts mit der tödlichsten Waffe zu tun. Die ist überraschend klein und diese Waffe existiert heute. Was das für eine Waffe ist und warum sie so tödlich ist, das schauen wir uns jetzt an. Im Mittelalter wurde ja verschiedenartig gekämpft und da gab es dann die Axt, da gab es das Schwert, da war auch das Schild, mit dem gekämpft worden ist. Die Axt hat das Problem, dass sie zwar zertrümmert, ne? Also die zersprengt auch eine Kette, das ist gar kein Problem. Das Hinderliche an dieser Axt ist, dass sie dann meistens stecken bleibt. Und wenn die stecken bleibt, dann ist sie ja nicht wieder auszuziehen. Also dauert das ein bisschen. Man ist dann also nicht gleich wieder kampffähig, ne? Oder kampftauglich schon, aber man kann sich nicht so gut verteidigen. Ja, und dann habe ich euch jetzt mal so eine Axt gebracht hier, um zu sehen, wie es aussieht. Und dann gab es ja auch das Schwert. Das Schwert ist halt so gewesen, dass man es nicht ganz so tief eingedrungen ist. Ist nicht ganz so tief eingedrungen in den Gegner. War also immer wieder bei der Hand zu haben und konnte mal weiter kämpfen. War gar kein Problem. Was aber viele vergessen ist, das Schild. Und die Schilder, da brauchen wir mal ein zweites Exemplar. Die sind entweder aus Holz oder Metall oder haben einen Metallrahmen außen dran, so wie das hier auch schön zu sehen ist. Oder eben eine Echthaut, eine Rohhaut-Einfassung. Und dann wurde mit dieser auch zugeschlagen. So, und wenn du dann ein Schild, was zwischen 3 und 5 Kilo wiegt, wenn du das dann abbekommst, dann das merkt man schon. Und deswegen hat man sich dann verteidigt, entweder mit seinem eigenen Schild oder mit einem Schwert. Also die Verteidigung oder das Schild, das war jetzt nicht nur zur Verteidigung da, wie wir eigentlich immer angenommen haben, sondern auch wirklich wurde als Waffe eingesetzt. Die tödlichste aller Blankwaffen ist so unter den Fachmännern eigentlich bekannt als das Rapier. Und das, warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Rapier, das war ja so gewesen, das ist also eine ganz, ganz schmale Klinge, hatte das gehabt, extrem aufwendig gearbeitet. War das Rapier und diese Klinge, die dann dran gewesen ist, die ist wie eine Rasierklinge gewesen letztendlich. Ne? Also total scharf. Und dann hat man ja die war nicht richtig kampftauglich gewesen für draußen, sondern das war für innen drin, wenn man in der Stadt drin war und da spazieren gegangen ist oder auf den Ball gegangen ist. Also man trug höfisch Kleidung und dazu wurde eben ein Rapier getragen. Warum war das so gewesen? Also man muss sich ja vorstellen, wenn man da angegriffen worden ist, irgendwo nachts oder am Tag auch, egal wie, man hat ja einen Radius gehabt von 3 Metern, in dem gekämpft worden ist. Also in dem man für den Gegner gefährlich war. Man muss sich vorstellen, die ausgestreckte Hand, ne, das sind ungefähr 60 bis 70 Zentimeter. Die Rapiere waren ungefähr zwischen 1,10 und 1,30 lang. Und dann kam ja noch dieser ausfallende Schritt dazu. Und der ausfallende Schritt war der 3. Meter, der eben also diesen Radius da festgelegt hat. In diesem Radius hat man eben dann gekämpft. Das Ding dabei gewesen ist, dass man halt ein bisschen vorsichtig sein musste, weil man ein Schwert, wenn man ein Schwert nimmt oder ein Schild nimmt oder eine Axt nimmt, man holt aus. Also man sieht, der Gegner sieht, was ich tue. Das ist beim Rapier aber nicht so. Beim Rapier wird aus dem Handgelenk gekämpft, weil das ein so leichtes, also Waffe, so eine leichte Waffe ist, dass das möglich war. Also das ist nicht ansatzweise zu sehen, was der Gegner jetzt vorhat. Ganz großes Problem dabei ist, also mit dem Angreifen, ich greife dich jetzt mal so schnell an und dann ist dann alles wieder vorbei, ich bin der Sieger, war es auch nicht gewesen. Und warum das so ist, dazu komme ich jetzt. Ich habe einen guten Freund, der ist Rapier-Experte und hat das auch trainiert, der Herbert Ritter. Und der hat mir auch sehr viele gute Tipps für dieses Video gegeben, also nochmal vielen Dank an den Herbert. Aber jetzt gucken wir uns das an und zwar ist die Sache die gewesen. Also er hat mir das so erzählt, dass das der Moment des Nachschlagens, das bedeutet, wenn der Gegner einen angegriffen hat, dann hat man ja seinen Verteidigungskreis eigentlich ein bisschen verlassen, ist auch in den gegnerischen Angriffskreis mit hineingekommen. Und in dem Augenblick hat ja der Gegner genauso eine Chance zuzuschlagen wie der Angreifer. Also das Beste ist, man verletzt ihn unterm Knie jetzt zum Beispiel, um dass der Meniskus fertig ist. Oder in den Innenseiten von den Schenkeln. Oder so, also so, dass der Gegner einfach nicht mehr laufen kann oder nicht bewegungsfähig ist. Denn der Moment des Nachschlagens, so bezeichnet er das am besten, ist extrem groß. Und das wird der Gegner hundertprozentig ausnutzen, dass er nachschlägt. Und das passiert unkontrolliert. Und da geht meistens dieser Schlag von oben nach unten. Und damit trifft man eigentlich unwahrscheinlich viel vom Angreifer. Und das war es dann meistens gewesen, sagt er. Das ist tödlichst. Also tödlichst gibt es nicht. Man ist dann einfach tot. Das wesentlich Entscheidendere bei einem Kampf mit einem Rapier oder wenn zwei sich gegenüberstehen, ist das eigentlich, dass man wieder aus dieser Angriffsposition herauskommt, ohne getroffen zu werden.
Und das ist wesentlich schwieriger, als den seinen an oder jemanden anzugreifen und unverletzt aus dieser, ja, aus dieser Situation herauszukommen. Das ist einfach ziemlich schwierig gewesen. Was auch noch ging, ist, man muss sich vorstellen, bei dem Rapier, das ist ja auch ganz dünner Stahl gewesen, der da ja, mit einer ganz, ganz feinen Spitze eben extrem scharf. Und da war es dann auch so, dass wenn man zugestochen hat, also einen geraden Stich, dann ist das durch alles durchgegangen. Man muss sich vorstellen, wenn ein Kämpfer, der ungefähr 70, 80 Kilo wiegt, ausgestreckter Arm mit Kraft und mit dem Schritt nach vorne auf diese kleine Spitze kommt und dann die komplette Kraft auf die kleine Spitze da geht, es geht überall durch. Und dann ist eigentlich auch vorbei. Dann kann man das Herz treffen, ist sofort tot, Auge ist sofort Schluss. Oder Halsschlagader, na, dann ist da auch Feierabend. Dann greift der Gegner nicht wieder an oder kann nicht weiter angreifen. Diese Sachen hat man aber zu dieser Zeit ganz besonders geschützt. Und wenn dir das Video hier gefallen hat, dann könnte dich das auch noch interessieren, das nervigste Instrument der Welt. Und ich bin der Thomas von Blautow-Greiz. Wir lieben das Mittelalter. Habt euch wohl!